Abschluss der Rencontre Méditerranée vom 22. bis 23. September 2023. Begegnung mit religiösen Führern an der Gedenkstätte. Für Seeleute und Migranten, die auf See ums Leben gekommen sind. Ansprache von Papst Franziskus. Marseille. Freitag, 22. September 2023. Liebe Brüder und Schwestern, danke, dass ihr hier seid. Vor uns liegt das Meer, ein Quell des Lebens. Doch dieser Ort hier erinnert an die Tragödie der Schiffbrüche, die Tod verursachen. Wir sind hier versammelt, um derer zu gedenken, die nicht überlebt haben, die nicht gerettet wurden. Gewöhnen wir uns nicht daran, Schiffbrüche als Schlagzeilen und die Toten auf See als bloße Zahl zu betrachten. Nein, es sind Namen und Nachnamen, es sind Gesichter und Geschichten, es sind zerstörte Leben und zerbrochene Träume. Ich denke an die vielen Brüder und Schwestern, die in Angst ertrunken sind, zusammen mit den Hoffnungen, die sie in ihrem Herzen trugen. Angesichts eines solchen Dramas braucht es keine Worte, sondern Taten. Noch davor ist jedoch Menschlichkeit gefragt. Es bedarf an Stille, Tränen, Mitgefühl und Gebet. Ich lade euch nun zu einer Schweigeminute im Gedenken an diese unsere Brüder und Schwestern ein. Lassen wir uns von ihrem Schicksal berühren. Zu viele Menschen, die vor Konflikten, Armut und Umweltkatastrophen fliehen, erfahren in den Wellen des Mittelmeers die endgültige Ablehnung ihrer Suche nach einer besseren Zukunft. Und so ist dieses wunderschöne Meer zu einem riesigen Friedhof geworden, wo viele Brüder und Schwestern selbst des Rechtes auf ein Grab beraubt werden. Nur die Menschenwürde wird hier begraben. In dem Erfahrungsbuch Fratellino sagt der Protagonist am Ende der beschwerlichen Reise, die ihn von der Republik Guinea nach Europa führt: Wenn du auf dem Meer bist, stehst du an einem Scheideweg. Auf der einen Seite ist das Leben, auf der anderen der Tod. Es gibt keine anderen Auswege. Aus Azalus Anita, 1. Band Balde, Fratelli Mailand, 2021. Freunde, auch vor uns liegt ein Scheideweg. Auf der einen Seite die Geschwisterlichkeit, die menschliche Gemeinschaft mit Gutem bereichert. Auf der anderen Seite die Gleichgültigkeit, die das Mittelmeer mit Blut befleckt. Wir befinden uns an einem Scheideweg der Zivilisation. Entweder die Kultur der Menschlichkeit und der Geschwisterlichkeit oder die Kultur der Gleichgültigkeit. Jeder möge sich zurechtfinden, wie er kann. Wir können uns nicht damit abfinden, Menschen zu sehen, die als Tauschware behandelt, eingesperrt und auf grausame Weise gefoltert werden. Wir wissen es, oftmals, wenn wir sie wegschicken, sind sie dazu bestimmt, gefoltert oder inhaftiert zu werden. Wir können nicht länger die Tragödien von Schiffbrüchen mit ansehen, die durch abscheulichen Menschenhandel und einen Fanatismus der Gleichgültigkeit verursacht werden. Die Gleichgültigkeit wird fanatisch. Menschen, die zu ertrinken drohen, wenn sie auf den Wellen ausgesetzt werden, müssen gerettet werden. Das ist eine Pflicht der Menschlichkeit, eine Pflicht der Zivilisation. Der Himmel wird uns segnen, wenn wir uns zu Lande und zu Wasser um die Schwächsten kümmern. Wenn es uns gelingt, die Lähmung der Angst und die Gleichgültigkeit zu überwinden, die mit Samthandschuhen zum Tod verurteilt. Darin müssen wir Vertreter der verschiedenen Religionen ein Beispiel geben. Gott hat in der Tat Vater Abraham gesegnet. Er wurde dazu berufen, seine Heimat zu verlassen, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Hebräer 11,8.
Als Gast und Pilger in einem fremden Land nahm er die Wanderer auf, die an seinem Zelt vorbeikamen, vergleiche Genesis 18. Aus seiner Heimat verbannt, heimatlos, war er selbst das Heim und die Heimat aller. Heiliger Petrus Chrysologus, Vorträge 121. Dafür erhielt er zum Lohn seiner Gastlichkeit die Frucht der Nachkommenschaft. Heiliger Ambrosius von Mailand, die Officis, 2. Band, Seite 21. An den Wurzeln der drei monotheistischen Religionen des Mittelmeerraums steht also die Gastfreundschaft, die Liebe zum Fremden im Namen Gottes. Und das ist unerlässlich, wenn wir, wie unser Vater Abraham, von einer gedeihlichen Zukunft träumen. Vergessen wir nicht den Kehrvers der Bibel: die Waise, die Witwe, der Flüchtling, der Fremde. Waise, Witwe, Fremder. Dies sind diejenigen, die Gott uns gebietet zu behüten. Wir Glaubenden müssen daher beispielhaft darin sein, uns gegenseitig und geschwisterlich anzunehmen. Die Beziehungen zwischen religiösen Gruppen sind oft nicht einfach aufgrund des nagenden Extremismus und der ideologischen Plage des Fundamentalismus, die das reale Leben der Gemeinschaften zersetzen. Ich möchte in dieser Hinsicht an das erinnern, was ein Mann Gottes, der nicht weit von hier lebte, geschrieben hat. Niemand soll Hassgefühle gegen seinen Nächsten in seinem Herzen hegen, sondern Liebe. Denn wer auch nur einen Menschen hasst, wird nicht ruhig vor Gott stehen können. Gott erhört sein Gebet nicht, solange er Zorn in seinem Herzen hegt. Heiliger Caesarius von Arles. Heute steht auch Marseille, das vor einem bunten religiösen Pluralismus geprägt ist, vor einem Scheideweg. Begegnung oder Konfrontation. Und ich danke euch allen, die ihr auf den Weg der Begegnung begebt. Ich danke euch für euer solidarisches und konkretes Engagement für die Förderung des Menschen und für die Integration. Marseille ist ein Modell der Integration. Es ist schön, dass es hier gemeinsam mit verschiedenen Initiativen der Arbeit mit den Migranten Marseille Espérance gibt, eine Einrichtung des interreligiösen Dialogs, die sich für Geschwisterlichkeit und ein friedliches Zusammenleben einsetzt. Blicken wir auf die Pioniere und Zeugen des Dialogs, wie etwa Jules Isaac, der in der Nähe lebte und dessen 60. Todestag kürzlich begangen wurde. Ihr seid das Marseille der Zukunft. Macht weiter und lasst euch nicht entmutigen, damit diese Stadt für Frankreich, für Europa und für die Welt ein Mosaik der Hoffnung sein kann. Als Wunsch möchte ich abschließend einige Worte zitieren, die David Sassoli in Bari anlässlich eines früheren Mittelmeertreffens gesagt hat. In Bagdad, im Haus der Weisheit des Kalifen Al-Mamum, trafen sich einst Juden, Christen und Muslime, um die heiligen Schriften und griechischen Philosophen zu lesen. Heute verspüren wir alle, Glaubende wie Nichtglaubende, die Notwendigkeit, dieses Haus wieder aufzubauen, um gemeinsam weiter die Götzen zu bekämpfen, Mauern niederzureißen, Brücken zu bauen und einem neuen Humanismus Gestalt zu geben. Tief in unserer Zeit hineinzuschauen und sie noch mehr zu lieben, wenn es schwierig ist. Sie zu lieben, ist meiner Meinung nach die Saat, die in diesen Tagen, die sich so aufmerksam unserem Schicksal widmen, gesät wurde. Hören wir auf, uns von den Problemen zu fürchten, vor die der Mittelmeerraum uns stellt. Für die Europäische Union und für uns alle hängt unser Überleben davon ab. Aus einer Rede anlässlich des Treffens zur Reflexion und Spiritualität Mediterraneo Frontiera di Pace am 22. Februar 2020. Brüder und Schwestern, gehen wir unsere Probleme gemeinsam an.
Lassen wir die Hoffnung nicht untergehen. Bilden wir gemeinsam ein Mosaik des Friedens. Mir bereitet es Freude, hier viele von euch zu sehen, die auf das Meer hinausfahren, um zu retten, um die Flüchtlinge zu retten. Und oftmals hindern sie euch daran, hinauszufahren, weil, so wird gesagt, dies, jenes fehlt. Es sind Gesten des Hasses gegen die Brüder, die das Gleichgewicht verkleidet sind. Danke für all das, was ihr tut.